mit dir? Ah. Dazu sage ich nicht nein. Es ist übrigens dunkel. Das heißt, ich sollte mir wahrscheinlich ein Bett aufstellen. So. Mal wieder ein bisschen Platz schaffen. Den nehmen wir auch mit. Den auch. Nee, du nicht. Aber du darfst. Das hier noch raus. Das ist dunkelblau. Da. Und das rein. Und das. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Eine Art Stall. Farmhaus. Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir waren bei der Kirche, bei der Schmiede, hier bei dem Ding. Haben auch alle unsere Kisten noch. Wunderbar. Dann können wir nochmal die Nähe abspannen. Starren, wollte ich eigentlich sagen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wir sind 9050. Das heißt, wir müssen erstmal ganz lange in diese Richtung. Die ist looking at west. Wir müssen ganz lange nach Westen laufen. Wir sollten wirklich mal probieren, die ganze Weltkarte zu kartografieren. Also wirklich immer mehr in unserem Kartenschrein drumherum basteln. Das hätte was. Es wäre allerdings sau viel Arbeit. Wenn wir jetzt auf dem Rückweg noch was finden sollten. Nehmen wir es natürlich auch mit. Also wir laufen jetzt nicht mit Scheuklappen durch die Welt und Hauptsache wir kommen nach Hause. Nein. Danach pflanzen wir erstmal Bambus und Beerenbüsche an. Und kümmern uns dann mal um die Schafe. Die wollten wir ja umbauen. Das wird auch wieder jede Menge Eisen kosten. Dann können wir, denke ich, mal wieder in die Minen gehen. Thank you.
Ein Sumpf. Waren wir hier schon? Oder ist ein Hexenhaus? Hexenhaus, ja, da kommt die Hexe raus. Kann man sich hier irgendwo dran bauen? Hätte ich gern. Wir sind jetzt etwas. Nee, wir immer noch nach Westen. Könnte man eigentlich. Pferd macht wenig Sinn, oder? In Anbetracht der Tatsache, dass wir noch Wasserflächen überqueren müssten, wahrscheinlich. Das da vorne sieht interessant aus. In der Struktur. Noch ein Hexenhaus. Verschaff mir einfach mal so Eintritt. Ach ja, stimmt. Beim Hexenhaus gibt es ja auch jetzt Katzen. Oh, das ist da schon wieder ein Gelände hier. Oh.
leckt das gerade. Ich habe eigentlich gedacht, dass auf dem Rückweg weniger Landfläche erschaffen werden muss. Oh ja. Hier scheint mir auch relativ selten. Gucken, wir laufen immer noch nach Westen. Die andere Achse interessiert erstmal nicht, die ist eigentlich klein genug. Beziehungsweise unsere Stadt ist groß genug, dass wir da nicht dran vorbeilaufen wegen 200 Blöcken. Wenn es doch passieren sollte, wäre es ein Armutszeugnis für mich, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Genau das meine ich mit, wir laufen nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Ein Esel aus Wesel. Also ist das da Wesel? Wahrscheinlich. Nix. Könnten wieder den Stro die Strohballen mitnehmen. Vor allem kann dann auch mal in Ruhe die Welt generiert werden. Ja, geh doch. Boah, steh nicht im Weg. Alter Schwede, du stehst im Wege.